So, jetzt zu Handstand-Push-Ups. Die sind schon ein bisschen schwerer. Wenn man das also an der Sprossenwand sicher beherrscht, dann kann man das auch mal wagen, folgende Übung zu machen. Ich werde jetzt gar nicht viel erzählen, sondern einfach mal zeigen. Jetzt wähle ich nicht den Abstand nicht so weit wie bei der Sprossenwand, sondern ca. 40 cm von der Wand entfernt. Gehe wieder in den Kopfstand und jetzt drücke ich mich auch nach oben. Und jetzt gucken, je breiter ich die Hände nehme, umso leichter ist die Übung. Also nicht gleich mit engem Griff anfangen, schön breit auseinandernehmen und dann drücken, drücken, drücken und man sieht, der Trizeps hat zu tun. An den Schultern sieht man es jetzt nicht. Ja, und da roter Kopf heißt, ne, und das Blut, also immer schön die Augen zumachen. Das Blut geht ja alles in den Kopf rein, aus den Beinen und aus dem Körper. Das sind wir ja nicht gewohnt als Menschen. Schön die Augen zumachen, vielleicht sogar ein bisschen zupressen, damit man keine roten Augen bekommt wie ein Kaninchen.